Ich bin der Emanuel Großmeister. Heute zeige ich euch das neue Nintendo Switch Spiel. Legend of Zelda Link's Awakening. Ich habe mir die Limited Edition gekauft. Die werde ich euch dann gleich zeigen. Im Video, was alles drin enthalten ist. Und dann machen wir noch ein kleines Unboxing-Video, wo ich euch den Link-Amiibo euch präsentiere. Zeigen wir euch in dem Video auch noch. Da könnt ihr euch jetzt drauf freuen. Wir fangen an jetzt mit der Limited Edition. So, als erstes packen wir die Box aus. So kommt sie dann an, wenn die Folie drumherum ist. Wieder eine sehr schöne Box, haben die sich echt Mühe gegeben. Dieses wunderbare Spiel. Nochmal schöne Artworks auf der Verpackung drauf. Sehr schön verarbeitet das Ganze. So, dann haben wir die Folie mal entfernt, wo also rum war. So sieht die Box jetzt generell aus. Eine sehr schöne. Ich war richtig erstaunt, dass die Box relativ so schön klein ist, weil ich habe gedacht, es wäre schon ein bisschen größer, weil das ist jetzt neu getrennt, dass alles ein bisschen kleiner gemacht wird. Finde ich nicht sehr schön. Da der Windfisch in der Verpackung schön verarbeitet. Einfach wunderbar. Als erstes sehen wir jetzt das Steelbook im Gameboy Design und das Spiel im Hardcover Design. Das sehen wir hier jetzt. Sehr schön im Gameboy-Stil gehalten. Das ist sehr schön, die alte Gameboy-Zeit erinnert mich gerne mal wieder zurück. Schöne Artworks enthalten. Innen drin wie das früher Spiel auf dem Gameboy Color. Glaube ich aussah. Unser kleines wunderschönes Büchlein, wo man dann noch sämtliche Konzeptgrafiken und sich drin befinden. Das zeigen wir euch jetzt auch noch. Ein paar Ausschnitte davon. Sehr schön gemacht, also wirklich. Sehr schön auch mit dem Comic-Stil am Anfang. Wenn man das Spiel anschaltet, also ist es wirklich also wunderbar. Allein der Trailer sah schon richtig cool aus dem Spiel. Also Bombard haben sie wirklich was sie ins Zeug gelegt, ein richtig wunderbares Spiel auf die Beine zu bringen. Also das hat sich deutlich gelohnt. Also sah die früher aus. Hier haben wir jetzt euch so alles nochmal hingestellt, dass ihr sehen könnt, dass die Meditation alles dabei ist. Wir haben ein paar Nahaufnahmen haben wir euch gemacht, dass ihr schön sehen könnt, was für alles dabei ist. Ein Gameboy. Auch schön, dass das Spiel hier drin, also als dass man als es aussehen würde, als es drin wäre im Gameboy, haben sie sich schon richtig cool gemacht. Und die Linky Boy Amiibo, da kommen wir jetzt gleich dazu. Haben wir nämlich noch ein Unboxing für euch.
packen wir die Figur mal aus. Zeigen Sie uns jetzt gleich mal an allen Seiten. Sie bearbeitet es sehr schön, also sehr schön von allen Seiten und die Mütze sehr schön gemacht und wie das Schwert und das Schild hebt. Sieht wunderbar aus. Klar, jetzt muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, aber es geht eigentlich. Also, es sieht für die heutige Zeit richtig gut aus. Ein bisschen schönes Remake draus gemacht. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen, dieses kleine Video dazu. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin euer Mann Großmeister. Gebt mir einen Daumen nach oben, Leute. Und dann macht's gut.